Ja. Ich bin hauptberuflich Jäger von betrügerischen Callcentern und bei euch bin ich auf eine richtige Goldmine gestoßen, Blade. Ihr seid hier richtige Hardcore-Betrüger. Ja, das gilt an alle Callcenter-Fake-Idioten, die ahnungslosen Rentner an das Geld abzocken und überhaupt Leute betrügen, oder nicht, Dimitri? Ich glaube, da war was. Da war einiges, Digga, auf deinem YouTube-Kanal. Blöd nach Hulsucher, hab ich vergessen, Mann. Kein Problem, Dimi, ich klär mal ein bisschen auf, yeah. Wir rufen täglich ahnungslose Menschen an und sagen ihnen, dass sie, wenn sie ihre IBAN-Nummer geben, etwas Tolles kriegen. Doch sie haben nicht damit gerechnet, dass am Hörer jemand Ahnung davon hat, nämlich die Telefon-Schiege. Und wenn sie auffallen, werden sie beleidigen. Wissen Sie was, Herr Maulwurf? Ich weiß einiges. Das ist an Dreistigkeit nicht mehr zu überbieten. Helft dabei und wir zerstören diese Parasiten. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Gewinn. So melden die sich immer, dann fangen sie an zu spinnen. Sie meinen, wie lange ich die Menschen verarsche, oder was? Ja, natürlich. Und das jeden Tag. Was machst du? Ja, ich verarsche die Leute. Teilt diese Aufklärung, benachrichtigt die Leute, damit ihr nicht so krass verarscht werdet, so wie der Versuch bei Herrn Maulwurf. Dankeschön. Ja, bitte? Hallo, wir verarschen sie. Blöd nachholen. Das ist einfach so, das ist einfach so. Das sind Verbrecher nur am Telefon. Das ist einfach so. Yeah, yeah. Ich kann nicht so gut hören. Das nutzen diese Typen aus, um zu betrügen. Und ich glaube, dass von denen jeder zweite Mal im Knast war. Dimi, sag es laut. Du bist live auf YouTube, du Bastard. Yeah. Ist doch wahr, oder nicht? Die haben keine Ehre, kein Stolz, kein Gesicht. Also sei gewarnt, wenn du so einen Anruf bekommst und sage: Das war einer der dümmsten Menschen, mit denen ich je gesprochen habe. Sie verkaufen dir eine Karte, fall nicht darauf rein und sag: Gib mir, will ich haben. Leg am besten auf oder sperr die Nummer. Diese Callcenter-Betrüger, das sind ehrenlose Hunde. Ja, und das habe ich verstanden. Dimitri gegen kriminelle Banden, Mann, die haben keine Werte. Kannst du bisschen Deutsch reden, gehst du Callcenter. Du hast ja sonst nichts im Leben. Herzlichen Glückwunsch. Das ist jetzt aber kein Spaß, was sie mit mir machen. Nein, um Gottes Willen, Herr Maulwurf. Das ist alles seriös, hör mal zu wie das Gespräch. Meine Penis ist sauber als dein Gesicht. Das sollen WWF-Kollegen sein, peinlich oder nicht? Blöd, man hört gleich raus, aus welchen Teilen du kommst. Dimitri hat hier schon wieder gewonnen. Wie ist das Wetter in der Türkei, Suka? Bestimmt super, bei manchen frage ich mich: Wie lange lebst du schon bei Deutschland, Babuschka? Einfach nur gesorgt oder nicht, Dimi? Können Sie nochmal wiederholen, bitte? Ja, bitte. Hallo, wir verarschen Sie. Blöd, nachholen. Das ist einfach so, das ist einfach so. Das sind Verbrecher nur am Telefon. Das ist einfach so. Yeah, yeah. Ich kann nicht so gut hören. Das nutzen diese Typen aus, um zu betrügen. Und ich glaube, dass von denen jeder zweite Mal im Knast war. Dimi, sag es laut. Du bist live auf YouTube, du Bastard. Okay. Ja, hör mal zu, weißt du, du hast Leute, die rufen an, die stellen sich mit deutschen Namen vor, haben ganz eindeutig türkischen Akzent, können keinen Satz fehlerfrei aussprechen. Eure Leitung ist mega scheiße, weil ihr tausende Kilometer weiter seid. Und ihr lügt von Anfang bis Ende. Und wollt den Leuten Geld abzocken und in einer Zeitschrift andrehen. Das ist so bekannt, Blöd.